Moin, unseren Betrieb ist die Diers Möller GbR in Hessisch-Ollendorf. Wir sind hier im Wesertal und wir bewirtschaften zwei andere Betriebe noch und haben noch mit einem vierten Betrieb eine Maschinengemeinschaft, sodass wir auf ca. 450 Hektar Acker kommen, die wir bewirtschaften. Anbau ist eben Zuckerrüben, Weizen, Raps, Gerste und Mais. Mais ist bei uns hier für eine Biogasanlage. Unser Kollege braucht das natürlich für seinen Kuhstall. Genau, und wir setzen seit einigen Jahren den N-Sensor ein und auch den N-Tester und sind jetzt auch vom passiven auf den aktiven umgestiegen. Ja, wir sind zum aktiven Sensor gekommen, weil wir die letzten Jahre immer das Problem hatten, dass wir im Grunde genommen zum Zeitpunkt des nötigen Düngerstreuens extrem hohe Windgeschwindigkeiten hatten, sodass wir im Grunde genommen den Dünger mal abends streuen konnten und eben nur noch zum Teil mit dem Sensor fahren konnten. Zum Sensor sind wir eigentlich dazu gekommen, weil wir auch versuchen, möglichst viel organischen Dünger einzusetzen. Für mich ist der Grund der Einsatz der organischen Dünger, weil ich scharf bin auf Mikronährstoffe, die mir eigentlich ja mit Phosphor und Kali, beziehungsweise eben Triple oder 40er Kali, 40er Kali und ein bisschen Magnesium, da ist das eben, haben wir diese Mikronährstoffe nicht drin. Und im reinen Ackerbaubetrieb, denke ich mal, müssen wir da darauf achten, dass wir die gute alte Tonne nicht vergessen, wo das eine Brett etwas kürzer ist und das Wasser rausläuft. Durch den N-Sensor erhoffen wir uns dann halt, den Mineraldünger auf der Fläche sehr besser verteilt wird und alle Pflanzen am besten versorgt werden mit den Nährstoffen. Jetzt zurzeit befinden wir uns in der Zielwertdüngung, können jetzt ja nicht mehr die bedarfsgerechte Düngung durchführen, leider, aber die zweite Gabe machen wir mit dem N-Sensor, um die Bestände gleichzuziehen.